Gute, ihr lieben Makerlein, da ist er endlich fertig, der Voron 2.2. Ja, ich habe auch sogar schon eine Seriennummer, aber bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wenn ihr neu seid, würde ich mich noch mehr freuen, wenn ihr den Abo-Button drückt und dem Video einen Daumen nach oben gibt, denn in dem Projekt steckt hier jede Menge Arbeit, Blut und Schweiß dran. Ja, und damit fangen wir dann auch gleich mal an. Was ist denn das überhaupt? Für diejenigen unter euch, die das nicht kennen, das ist ein Voron. Voron ist, glaube ich, russisch und heißt Rabe. Deswegen ist er auch so schön schwarz mit so ein bisschen Rot. Finde ich mega geil. Diejenigen, die mich kennen, wissen, Rot ist meine Lieblingsfarbe. Deswegen ist das so echt einer der Traumdrucker, die mir schon seit langem vorschweben. Genau, was macht den ganzen jetzt so besonders, den ganzen Drucker hier? Naja, der hat 7 Motoren. Normaler, wenn man sich mal zurückerinnert, so ein Prusa Mini oder so ein Prusa i3, der hat einen X, Y und Z Motor drin oder vielleicht noch 2 Z Motoren, wenn man es ordentlich macht. Und dann sind das 4 Motoren und der hat hier 7. Wieso hat der 7 Motoren? Naja, 4 unten für die Z-Achse, weil jede Z-Achse ist separat angesteuert. Einen für die X-Achse und einen für die Y-Achse oder umgekehrt A und B Drive. Mein Bike ist halt ein Core XY. Und einen für den Extruder, damit das Filament auch in die Düse reinkommt. Und das ist schon echt Killer, muss man sagen. Also kann nicht jeder und ist auch nicht einfach zu bauen. Ist echt ein Projekt für Leute, die sich schon ein bisschen länger mit Druckern beschäftigen, mit 3D-Druckern beschäftigen. Und ist auch nicht ganz günstig, muss man sagen. Also wenn einer jetzt sagt, okay, ich habe so 350 Euro ungefähr, so 350 bis 600 Euro, ist der Drucker leider erstmal nichts für euch. Ich werde immer gefragt, was kostet so ein Voron? Ganz genau kann ich es nicht sagen, grob überschlagen, so irgendwas ist auch das, was im Internet überall rumgeistert, so zwischen 1200 und 1800 Euro. Das ist jetzt nicht günstig, aber ist für das, was er leistet und für den Bauraum, den er mitbringt und für die Qualität, die der Drucker hat, ist es echt Killer, weil den muss man natürlich jetzt nicht mit einem Prusa i3 vergleichen oder sowas in der Richtung, sondern dann schon eher mit einem Ultimaker oder mit einem Race 3D. Und da ist er dann echt günstig. Ja, die Qualität ist sehr gut, aber man muss auch sagen, die Qualität variiert, weil man muss gewisse Teile muss man erstmal selbst drucken. Also diese kleinen schwarzen und roten Teile, die hier überall dran sind, außer dem Metall und der Elektronik und den Kabeln natürlich, muss alles selbst gedruckt werden. Das ist ein kompletter DIY-Drucker oder ein kompletter Selbstbau. Den kriegt man nicht so von der Stange irgendwo zu kaufen, deswegen steckt da auch jede Menge Arbeit drin. Warum hat das jetzt bei mir so lange gedauert? Naja, fangen wir mal an, wann habe ich die ersten Teile bestellt? Die ersten Teile habe ich, glaube ich, im November, Dezember letzten Jahres bestellt. Und die ersten Teile sind dann im März, April, glaube ich, eingetrudelt. Und ab da habe ich ihn angefangen zu bauen. Das Problem war halt, dass wirklich die Teile über einen langen Zeitraum halt verteilt gekommen sind. Das war auch zum Teil durch das große C geschuldet. Und man muss halt echt sagen, dass es halt auch aus China halt immer ein bisschen länger dauert, als wenn man es jetzt hier direkt aus Europa oder aus Deutschland bestellt. Ja? Was ist da jetzt drin? Außer den 7 Motoren, die er verbaut hat, ist hier einfach ein E3D V6 drin. Es sind vorne 2 kleine Lüfter drin. Diese habe ich jetzt umgerüstet auf 24 Volt. Ist ein Noctua-Lüfter hinten drin verbaut für einen Filter, also für einen wirklichen Luftfilter, der hier oben seinen Auslass hat. Das heißt, man kann ihn komplett abschließen, sowohl vorne als auch oben. Und dann kann der ganze Geruch und die ganzen Dämpfe können quasi hier durch den Filter raus ab in die Umwelt rein. Das bedeutet, man atmet immer eigentlich, wenn man einen richtigen Filter drin hat, immer saubere Luft, was da rauskommt. Das ist à la Bonheur. Sowas kannst du mit der Ultimaker für das Geld, was er verlangt hat, entsprechend nicht. Nicht soweit ich wüsste. Also da muss man schon ein bisschen Extras dazu kaufen, dass dann halt ein Deckel drauf ist und dass man halt auch entsprechend vorne die Tür drin hat. Zumindest bei dem Ultimaker 2.0, den ich hier, 2 Plus, den ich hier stehen habe. Und eine Filteranlage hat er dann auch noch nicht drin. Das heißt, also da ist schon ein bisschen, das ist schon State of the Art eigentlich. Ja. Zusätzlich hat er einen Raspberry Pi drin mit Octoprint installiert. Da kommen wir nochmal in einem separaten Video dazu, weil ich glaube, das ist jetzt so nebenbei, das Ganze abzufrühstücken, wird dem Ganzen nicht würdig. Ja? Des Weiteren sind 2 SKR-Boards mit TMC 2209 Treibern verbaut.
was schon ganz cool ist, weil die Dinger sind echt leise. Und ich habe schon gemerkt, die Tage, wenn die Lüfter an der Seite für die Teile nicht laufen, dann ist der auch schon mal leiser als so ein Prusa Mini oder so ein Prusa i3, den ich da hinten im Enclosure stehen habe. Und das ist schon eine Hausnummer. Ja, die Drucker sind nicht laut. Die sind schon recht leise. Aber der, ich habe letztens den Mini, der hat einen Druck fertig gemacht und dann habe ich gedacht, ist der Voron auch schon fertig? Nee, der war noch nicht fertig. Der war mittendrin und das war echt leise. Ja, zusätzlich läuft der Drucker auf Linearschienen, also nicht auf den runden Metallstangen, die beim i3 oder beim Mini verbaut sind, sondern der läuft auf richtig schönen, auch wenn man so ordentlich gefettet hat, auf richtig schönen leisen Linearschienen. Ja, im Innenraum seht ihr jetzt zum Beispiel mal, da ist ein Würfel drin. Das ist jetzt nicht der erste Würfel, den ich damit gedruckt habe. Das ist auch kein ganz normaler 20 mm Testcube, den ihr auf Thingiverse finden könnt, sondern das ist einfach ein spezieller Testcube von dem Voron Design Team. Da habe ich schon mal angefangen, entsprechend einen Würfel zu drucken. Da hat mir dann die Nozzle verstopft. Das fand ich nicht so toll, aber das war auch relativ schnell behoben. Und das ist auch nicht der erste gewesen. Ich habe vorher schon mal so 2, 3 Versuche gestartet, entsprechend was zu drucken. Da war er mal nicht richtig gelevelt, dann war da mal was nicht in Ordnung und da mal eine Kleinigkeit nicht in Ordnung. Also das, was man kennt, wenn man einen neuen Drucker halt versucht einzuweihen und mal zu starten. Das sind so die kleinen Kinderkrankheiten, bis man sich ein bisschen vertraut gemacht hat mit dem Drucker. Das ist aber auch nicht schlimm. Clipper war recht einfach zu installieren, wenn man weiß, wie. Den Guide dazu, wie ich das Ganze installiert habe, da hat mir jemand im Voron-Discord einen schönen Link geteilt, den packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Wenn man weiß, wie, ist es super einfach. Wie gesagt, kommt nochmal ein separates Video drüber, weil das halt sehr umfangreich ist. Und als ich das dann richtig installiert hatte, war nur noch eine Frage von Konfiguration. Und von Konfiguration meine ich, die zwei SKR-Bots müssen auch ein bisschen angesprochen werden. Deswegen haben die eine Seriennummer, eine USB-Seriennummer. Die vergibt Raspberry oder Octoprint besser gesagt automatisch. Die müssen dann nochmal in der Clipper-Konfiguration eingetragen werden. Ich hatte einen Fehler gemacht und hat die vertauscht. Deswegen ist er da schon mal entsprechend nicht so gelaufen, wie er sollte. Zusätzlich hatte ich noch den A- und den B-Drive nochmal vertauscht. Die Lüfter an der Seite waren kaputt. Der Thermistor von dem Hotend war kaputt. Der war krachneu, das heißt, den habe ich dann direkt mal ausgetauscht und habe dann einen neuen eingebaut und siehe da, direkt war der Fehler weg und der Drucker konnte direkt loslegen. Genau. Die Lüfter, die ich hatte, waren kaputt. Die habe ich dann nochmal am Mittwoch nochmal neue bestellt. Auch nochmal hier 2 Ersatzlüfter, die ich jetzt hier mitbestellt habe, falls die auch nochmal kaputt gehen. Und seitdem läuft er. Seitdem läuft er. Er hat jetzt, wie gesagt, seinen ersten kompletten Druck hinter sich. Von der Druckqualität her sage ich jetzt erstmal noch nichts, weil die Werkbank hier, die ist noch ein bisschen schockelig. Da hat er noch nicht so wirklich den so sauberen Untergrund, auf dem er arbeiten kann. Wirklich die Druckqualität beäugen und einstellen und begutachten werde ich erst, wenn er wirklich an seinem angestammten Platz da hinten steht. Weil da steht er wirklich sicher, da steht er auch wirklich safe und da wackelt nicht so viel. Und er hat einen guten Untergrund und da kann man dann auch wirklich sagen, okay, die Druckqualität ist jetzt top oder die Druckqualität von dem Drucker geht noch gar nicht. Kommt auch nochmal irgendwann demnächst, sobald ich Zeit habe, entsprechend ein Review darüber. Oder wir werden uns mal im Livestream drüber unterhalten. Aber jetzt ist er erstmal soweit fertig. Er hat seine Seriennummer und sobald er fertig ist und eingerichtet ist und die Qualität stimmt, kann er auch die Teile für sich noch drucken. Denn er ist noch nicht hundertprozentig fertig. Es fehlen noch hier rundherum diese Abdeckungen, die sogenannten Skirts. Hier vorne seht ihr zum Beispiel mal welche. Die hier vorne sind, kommen nochmal weg. Da werde ich nochmal welche bauen oder nochmal modellieren, die ein bisschen schmäler sind, damit das Display reinpasst. Das Gehäuse vom Display werde ich auch nochmal ein bisschen flacher gestalten, damit es unten drunter passt. Die Türscharniere müssen noch gedruckt werden und hier oben die Halterungen für den Deckel müssen noch gedruckt werden. Und ansonsten ist er soweit erstmal fertig. Ansonsten ist er soweit erstmal fertig und kann schon mal anfangen zu drucken. Ich bin echt froh, dass er jetzt soweit ist. Das war ein langer Weg, ein steiniger Weg. Und es hat verdammt viel Spaß gemacht. Also so viel Spaß, einen 3D-Drucker zu bauen und mich mal irgendwo reinzugraben in irgendwelche Sachen halt, habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Und ich habe verdammt viel dabei gelernt. Ich habe wirklich verdammt viel gelernt über Elektronik, über Mechanik, über
über alles Mögliche. Und ich bin bewundert worden, dass ich die Geduld hatte, hier diese ausgedruckten Kabelketten wirklich zu verwenden. Ich weiß jetzt auch mittlerweile, warum die Leute alle nicht gut drauf zu sprechen sind, weil die sind echt ein Krampf zusammenzubauen. Und da werden auch demnächst noch mal ein paar Egos-Kabelketten reinkommen. Das ist einfach State of the Art, die Egos-Ketten. Und man hat auch die Möglichkeit zu sagen, okay, das eine Kabel ist vielleicht durchgebrannt. Ich tausche mal gerade aus. Ja, so einfach zwar nicht, aber hier was auszutauschen, da müssen nochmal die Kabelbinder aufgemacht werden. Man muss es vorsichtig rausfriemeln und sowas in Richtung. Das geht bei den Egos, geht das deutlich leichter und deutlich einfacher. Von daher, da wird noch ein bisschen was kommen. Das Hotend oder der Druckkopf an sich wird vielleicht auch nicht so bleiben. Ganz einfach, weil ich schon gemerkt habe, okay, der Möbius, ja, ist ganz cool. Bauden ist ganz cool, gibt noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Aber ganz ehrlich, beim Pruser macht das auch nicht mehr wirklich viel Unterschied und ich glaube, so ein Afterburner wird dem Ganzen ganz gut tun. Das heißt, ich werde nochmal so bald wie möglich einen Afterburner drucken. Wer nicht weiß, was das ist, es gibt als Toolhead hier vorne drauf, gibt es einmal die Bauden-Variante mit einem Möbius hier oben drauf. Das ist dann der Extruder. Das ist dann ein Extruder, der aus Bauteilen zum Teil, also gerade die Metallteile, vom Bontech-Extruder gebaut wird. Und das Hotend ist dann wirklich nur rechts und links mit Lüfter und vorne mit einem Hotend-Lüfter drin. Und die Alternative dazu ist ein Direktantrieb, das ist dann der Afterburner. Der sieht dann ein bisschen anders aus, ist glaube ich ein bisschen kompakter gebaut, wenn ich das richtig erkannt habe. Ja, und man spart sich halt den Extruder hier oben drauf, dafür kommt er dann da rein. Das muss man mal gucken, das werde ich vielleicht in naher Zukunft mal mit den Evo-Schienen einbauen. Genau. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gibt. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, denn es kommen noch der Voron Zero ein- und zweimal. Es kommt noch der Totolino mit einer Übergabe an die Schule. Es kommt noch der große Bruder von dem hier, weil das hier ist Version 2.2. Die Version 2.4 ist draußen und die 2.4 habe ich mir jetzt in 300 mm statt 250 bestellt. Dementsprechend seid gespannt, es wird sich noch viel tun, es wird noch viel passieren und es werden noch viele Projekte fertig werden. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, happy printing!